Traum wird wahr, denn wir eröffnen einen Süßigkeitenladen! Endlich! Yeah! Ladies and Gentlemen, damit ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Roblox! Wir haben hier gerade Lutscher und die werden produziert und dann werden sie verpackt und verkauft. Ich nicht. Bist du kein Lutscher? Ich will nicht verkauft werden. Ich will auch nicht gegessen werden. Dafür kriegen wir dann hier Geld. Das können wir uns hier abholen, da vorne. Und die Leute mögen unsere Süßigkeiten, denn wir haben schon $168 damit verdient. Mega nice! Für wie viel verkaufst du denn deine Lollis? Für $10 das Stück. Das ist recht teuer. Guck mal, wir haben unseren Store gleich direkt erstmal erweitert. Und hier haben wir eine Kasse gebaut. Das heißt, die Leute können jetzt auch, wir machen sowas wie Fabrikverkauf. Die Leute können jetzt auch bei uns in der Fabrik direkt einkaufen. Yes. Okay, ich muss wieder Geld holen, denn irgendwie ist es ein bisschen knapp geworden. Was holen wir jetzt als nächstes? Süßigkeitenregale. Ist natürlich wichtig, aber ist noch nichts drin. Pass auf. Yes! Für $500 können wir anfangen, Bonbons zu produzieren. Da vorne, unser erster Kunde, er hat was gekauft und wir haben $515, Ronja. Das ging schnell. Der hat richtig reingehauen, mega nice. Yes, davon können wir uns jetzt den Bonbon-Dropper kaufen. Und er droppt uns riesige Bonbons in Menschgröße. Oh, Molly, die sind so groß wie du. Sicher, dass da keine Menschen drin stecken? So sicher will ich mir da nicht. Ronja, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Meine Lieblingssüßigkeit ist so Schokobonbons mit Nougat drinne. Das klingt voll lecker! Mhm. Oh mein Gott! Ich liebe Zuckerwatte. Aber ich mag viele Süßigkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Guck mal da! Oh, da wird sie produziert! Ein neuer Kunde, Ronja. Was soll ich ihm verkaufen? Was will er denn? Was sagt er? Also, wir haben hier Pupschokolade, wir haben Popelkekse und wenn sie wollen, kann Ronja ihnen noch eine Furzzuckerwatte machen. Aha. So, haben sie sich entschieden? Er will ein Bonbon. Aber ich habe ihm nicht gesagt, woraus die sind. Das sind meine ganz besonderen Bonbons mit einer Geheimzutat und ich verrate nicht, was es ist. Okay, langsam mach ich es. Es sind Haare. Ihr, voll eklig, oder? Ja. Okay, wir haben 1600, Ronja, haben wir jetzt schon verdient. Der hat ordentlich viele Haarbonbons gekauft. Das heißt, wir können jetzt auch mal einkaufen gehen hier. Zack! Registrieren Nummer 2. Eine zweite Kasse. Eine zweite Kasse. Und da wird hoffentlich bald ein zweiter Kassierer seinen Job annehmen. Wir können hier eine Wand kaufen für 1000. Ronja, willst du nicht an der Kasse arbeiten gehen? Okay, alles klar. Ich stelle mich dran. Oh, guck mal, wir haben hier eine Wand gekauft. Das ist schon mal so eine Art Eingangsbereich. Gar nicht mal so schlecht. Hallo, hallo? Wo ist denn hier der Eingang? Ich komm nicht rein in Ihren Laden. Miss? Verzeihung. Hüpfen Sie einfach durchs Fenster. Ich hüpfe natürlich einfach durchs Fenster. Ist ja auch ganz normal. Ma'am, ich habe gehört, Sie haben ganz leckere Bonbons. Köstliche Bonbons. Spezielle Geheimzutat. Ja, ich hätte gern so ein paar von diesen speziellen Haarbonbons, wenn es geht. Die nächsten Süßigkeitenregale. Mit Süßigkeiten betreten unseren Laden. Oh, warte, du hast jetzt noch andere Sachen. Du hast hier Schokolinsen. Oh, wir haben... was haben wir für Chips, Ronja? Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Was denkst ganz du? Ganz klar ist es Essig und Chili-Spucke-Essig. Ein paar Wimpern vielleicht gerieben oder sowas. Ist das so ein bisschen der Geheimtrick von gerösteter deinem, Süßigkeitenladen, ja. Yeah! Der nächste Dropper steht. Und was wird der droppen? Zuckerstangen! Oh, Zuckerstangen! Oh, voll yummy! Mal sehen, was der nächste Dropper so mit sich bringt. Oh, warte, die kenne ich. Halloween-Dinger, oder? Ja, ich glaube, die isst man aber nur in den USA, oder? Tatsächlich die hier einmal. Die schmecken richtig merkwürdig. Die Hast du die mal probiert? Einen Eigengeschmack. Die schmecken nicht nur nach Zucker, wie man denken würde. Und wir gehen jetzt mal hier so ein paar Sachen einrichten, okay? Du hast jetzt hier noch einen Scanner, Marshmallows, okay. Ronja, meine Lieblingssüßigkeiten sind Marshmallows. Ich habe mich entschieden. Jo. Einfach einen Berg? Ich mache einfach einen Berg Marshmallows. Daneben kommt ein Berg Popcorn hin. So. Warum? Die Leute sollen sich mal nicht beschweren. Ah, na, guck mal. Yeah. Okay. Wir haben das hier schon alles drauf, ja? Okay, let's go. Mal gucken, was wir als nächstes kaufen können. Diebesdetektoren. Oh, damit richtig, niemand wichtig. Meine süßen Haarbonbons stehlen kann. Fensterrahmen, sodass niemand mehr durch das Fenster durchspringen kann. Es funktioniert immer noch. Okay, ich will nur den Rahmen, ich will nur nicht das Fenster. Yes, eine Wand. Auch hier Fensterrahmen und Fenster. Nicht schlecht.
nicht. Guck mal, was ich hier habe. Okay, großes pinkes... Nein, oh mein Gott. Ich wollte dich nur kurz kratzen. Es tut mir leid, Ronja. Okay. Bitte komm zurück. Okay, Leute, wir haben jetzt hier das Tycoon-Ding hier ein bisschen weitergebaut, ja? Wir haben hier die ganzen Sachen für die Süßigkeiten und so mit allen Upgradern und alles ist da. Hier ist unser Cash. Und jetzt kommen wir in den Laden. Ich kann übrigens hier abschließen. Das heißt, hier kommt niemand so leicht rein. Genau, hier in den Süßigkeitenladen kommen die Leute aber und wir haben einige Kunden. Hier draußen auf dem Parkplatz parken die schon mit ihren Autos. Hier haben wir einen Popcornstand, Mülleimer, Geldautomaten, damit die Leute auch immer Geld holen können, was sie hier bei uns ausgeben können. Oh, Ronja, hi, du bist auch da. Wo kommst du denn her? Warst du gerade weg, oder was? Ich war im Park. Oh, du warst im Park. Wolltest du eine Runde spazieren, oder was? Nein, ich wollte tatsächlich nicht spazieren. Ich wurde böswillig umgebracht. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde Easy doch niemals tun. Die ist doch die beste Freundin auf der Welt. Hier hinten können wir auf jeden Fall einen nur für Mitarbeiterbereich machen. Und da kommt jetzt niemand rein, der hier nicht arbeitet. Wir können uns jetzt hier hinten für 12.500 ein paar Lagerregale kaufen. Okay. Und da können wir scheinbar... Pakete sammeln und da reinmachen. Oh, was? Guck mal da draußen. Für zusätzliche 5.000. Hier ist ein Paket. Ich hab's genommen. Und jetzt bringe ich das mal zurück. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Paket liefern. Jetzt haben wir, glaube ich, 500 Geld verdient. Der Parkplatz hier hinten ist soweit fertig. Hier ist das Lager des Alles-Käse-Süßigkeiten-Shops. Da kommen wir rein und guck mal, wie nice es hier aussieht. Ist richtig groß geworden. Das ist mein Süßigkeitenvorrat. Und Ronja, du musst das Lager verteidigen, okay? Nimm dir ein Schwert. Oh, Entschuldigung. Oh. Pass auf, dass hier niemand einbricht und niemand meine Süßigkeiten klaut, denn die sind ultra wichtig. Hier ist der Staff Room. Yeah, das ist der Mitarbeiterbereich. Sehr, sehr nice. Wir haben hier einen Fernseher, eine Couch, ein paar... Ja, PCs. Das ist auf jeden Fall der Mitarbeiterbereich. Hier können wir noch Pflanzen kaufen. Und dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem ultra geheimen Bereich. Okay, kommst du mit? Der neue Bereich. Oh mein Gott. Guck mal, wir sind im Keller. Oh, warte, man muss sich da runter teleportieren. Yes. Guck mal, wir können hier neue noch Pakete. Ein Förderband. Ein neuer Dropper. Nice. Und Upgrader können wir kaufen. Und da kommen jetzt Pakete raus. Das heißt, wir haben jetzt quasi einen Süßigkeitenversand. Wie cool ist das denn? Das ist jetzt mein privates Office. Wir haben hier zwei Geräte, mit denen man arbeiten kann online. Ja, habe ich gehört. Soll das irgendwie funktionieren? Ronja links, Easy rechts. Und dann haben wir eine Couch, wo wir chillen können. Oder natürlich auch Kundentermine haben mit sehr, sehr wichtigen Zuckerlieferanten und mit Abnehmern von Marshmallows. Hier ist ein Fisch in unserem Aquarium, super süß. Für unseren Angestellten haben wir hier natürlich auch noch einen Stuhl, weil, ja, die müssen ja auch arbeiten. Der macht hier die Telefonate. Das ist unser Lager. Das sind ganz, ganz viele Lagerregale, alles mit Süßigkeiten. Das sind die Pakete, die rausgeschickt werden, ja. Denn wir sind ein toller Süßigkeitenversand. Und ja, hier werden die Sachen verpackt. Mega cool. Ja, Klein hat das Ganze mal angefangen hier mit einem sehr, sehr bescheidenen Bonbon-Betrieb. Die Lutscher haben wir als erstes verkauft, glaube ich. Und mittlerweile sind wir der größte Süßigkeiten-Exporteur des Landes geworden. Und wir haben alle möglichen Süßigkeiten, die es nur so geben kann. Und guck mal, wie happy die Leute sind. Mega cool. Alles klar, Leute, dann haben wir das hier geschafft. Den Süßigkeiten-Tycoon haben wir erfolgreich bestanden. Und ich würde sagen, das war's hier mit unserem Video. Lasst ein Like da, schaut Ronja vorbei. Wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!